Herzlich willkommen, Frau Lange-Müller. Schön, dass Sie da sind. Ja, finde ich auch. Das ist das erste Mal, dass ich in Luxemburg bin. Ich war schon in vielen Gegenden der Welt, aber hier bislang noch nicht. Dann wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit, auch wenn Danke. Sie nicht so lang ist. Also ich versuche, möglichst viel rumzulaufen. Wir würden den Abend ganz gerne in drei Teile gliedern, wie Diane auch schon kurz angeschnitten hatte. Und zuerst uns vielleicht einfach ein bisschen unterhalten, wo ich Ihnen so ein paar biografische Fragen stellen werde, damit wir über Ihren literarischen Werdegang was erfahren. Mhm. Dann die Lesung aus dem Roman Böse Schafe und auch aus Manuskripten, oder das war noch nicht so ganz klar? Ja, vielleicht lese ich einfach, weil ich aus Böse Schafe so viel und so oft gelesen habe. Keine Sorge, Sie werden es nicht merken, im Gegenteil. Aber vielleicht eine kleine Erzählung, die neu ist und die ich in Rom geschrieben habe und die auf ein unübersetzbares italienisches Wort hinausläuft. Ich bin gespannt. Und danach bleibt sicher noch Zeit für ein weiteres Gespräch, wo wir dann auch gerne Fragen von Ihnen mit ins Gespräch einbinden würden. Ja, Frau Lange-Müller, Ihr erstes Buch wurde veröffentlicht, als Sie so Mitte 30 waren. Und Sie waren da auch schon aus der DDR ausgewandert, wenn man das so sagen kann, nach West-Berlin. Das war der Erzählband Wehleiden wie im Leben. Und zuvor haben Sie, nachdem Sie von der Schule verwiesen wurden, wegen unsozialistischen Verhaltens, ja so einige verschiedene Tätigkeiten ausgeübt. Sie waren Schriftsetzerin, haben, glaube ich, auch eine Ausbildung dazu gemacht. Ja, das geht nun wirklich nicht ohne Ausbildung. Das ein Beruf, der heute ja im Verschwinden ist fast. Der schon verschwunden ist, natürlich. Ja. Auch darüber gibt es ein Buch, genau. Das heißt Die Letzten, genau. Und behandelt dieses Verschwinden der Gutenberg-Galaxis. Und danach haben Sie auch als Pflegerin in verschiedenen Psychiatrien gearbeitet. Haben ein Praktikum gemacht in der Mongolei, wo Sie in einer Teppichfabrik gearbeitet haben. Das ist alles ziemlich spannend und für einen Laien inspirierend. Haben Sie diese Erfahrungen Sie auch teilweise zum Schreiben gebracht oder kam das ganz anders? Naja, also als gelernter Setzer, wir haben unsere Meister und die älteren Kollegen immer zu uns gesagt, nicht rumstehen, setzen, hat man zum Text ein sehr spezielles Verhältnis. Man wird empfindlich für Redundanzen, Wortwiederholungen, Längen, weil man das ja alles auf seinen eigenen Plattfüßen sozusagen durchstehen muss und fragt sich immer, wann kommt denn der jetzt endlich mal auf den Punkt? Das Manuskript könnte ja viel kürzer sein. Man ist ja damit, ich habe also richtig Handsetzer gelernt, bin Schweizer Degen, einer der ganz wenigen oder fast einer der letzten, die noch ausgebildet wurden. Das heißt, ich bin Akzidenzsetzer, Plakatsetzer und Drucker in einem. Das lernte man 4 Jahre. Und ja, danach war man eigentlich fit. Man konnte vorher so legasthenisch gewesen sein, wie man wollte. Mein Schriftsetzer gelernt hat, legte sich das. Heute noch, also bei mir vielleicht nicht, aber bei allen anderen finde ich jeden Fehler, aber wirklich jeden. Man kriegt ein sehr, sehr genaues Auge für die gedruckte Schrift. Deshalb weiß ich nicht mehr genau, wovon ich eigentlich erzählen wollte. Wie Sie zum Schreiben gekommen sind. Ja, das spielte dabei eine ganz große Rolle. Also ich hab relativ spät angefangen als Schriftsetzer, hatte ich doch ziemlichen Respekt vor der Literatur, obwohl wir wenig Literatur gesetzt haben, sondern mehr so Broschüren wie Diensthunde richtig führen oder die Vereinszeitschrift des Sportvereins Grün-Weiß. Akzidenzsatzes waren halt Visitenkarten, Verlobungstraueranzeigen und ähnliches. Trotzdem, Respekt vor Literatur. Ich habe eigentlich erst relativ spät angefangen zu schreiben, während der Nachtwachen in der Psychiatrie. Sicherlich aus zweierlei Gründen. Einmal, weil sozusagen der Erlebnisdruck so groß war. Man konnte sich ja über die Erlebnisse in der Psychiatrie
kaum mit Kollegen unterhalten und mit den anderen schon gar nicht. Also wenn wir als Psychiatrie-Krankenschwestern mal zusammen tanzen waren und dann fragte der junge Mann, der dich aufgefordert hatte, und was machst du so? Und dann hast du gesagt, naja, Krankenschwester, Psychiatrie. Da hat er gesagt, schönen Dank, war nett, Sie kennenzulernen. Das war es dann auch schon. Und das, man erlebt ja doch wirklich sehr viel. Und ich kann mich noch genau erinnern, meine erste Erzählung habe ich nach einer Doppel-, also nach einem Spätdienst und einer Nachtwache morgens in einem Lokal namens Wein-ABC angefangen zu schreiben. Und es ging also sozusagen um die erste Patientin, die während der Nachtwache meine erste Tote, also die erste Patientin, die unter meinen Händen gestorben ist, aber nicht durch meine Schuld. Das füge ich gleich hinzu. Trotzdem ist das natürlich etwas, was erstmal sehr aufwühlend ist, wenn jemand stirbt und wenn man ihn dann zurecht machen muss, den Arzt rufen, der den genauen Todeszeitpunkt feststellt, dann die Mappe raussuchen, in der steht, muss man jetzt den Zettel ans Schienbein kleben oder an den Zeh binden, wo gehört er denn nun eigentlich hin? Das Kinn hochbinden nicht vergessen, das kann man später nicht mehr machen. Und solche Sachen eben, und das, also die Erlebnisse auf der Psychiatrie, die haben dann sozusagen mich schon veranlasst, mir das eine oder andere im wahrsten Sinne des Wortes von der Seele zu schreiben. Sowas wie Supervision gab es damals noch nicht. Man musste mit solchen Sachen schon irgendwie klarkommen und da war Aufschreiben keine schlechte Methode. Also Schreiben auch so ein bisschen als Selbstgespräch, als weil der... autotherapeutische Maßnahme. Also haben Sie eigentlich angefangen für sich zu schreiben und den Leser gar nicht im Blick gehabt? Überhaupt nicht, nee, also schon auch ein bisschen habe ich mich natürlich auch aufgeregt über verschiedene Dinge. Ich habe 2 Jahre auf einer geropsychiatrischen, also auf einer geriatrischen Station gearbeitet und die befand sich im 4. Stock, obwohl da kaum noch jemand laufen konnte. Und auch sonst war das wirklich eine schwere Arbeit, auch eine physisch schwere Arbeit. Wir haben mal gesagt, wir stehen bis zum Knie in der Geriatrie, damit ist alles gesagt. Und ja, solche Sachen haben mich auch maßlos aufgeregt. Warum muss man eine geropsychiatrische Station in den 4. Stock verlegen, wo niemand raus und drunter kann? Und das war immer so ein zweiter Gedanke, also aufschreiben, nicht vergessen, davon muss die Welt irgendwie erfahren. Von diesen Zuständen da. DDR-Psychiatrie war kein Spaß. Ja, das glaube ich. Und Sie sagen ja selber, die Erzählung sei eigentlich Ihre Lieblingsdisziplin, was sich ja auch daraus erklärt, dass Sie wirklich Satz für Satz, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe setzen mussten und Bleiwüsten furchtbar fanden. So ist es, genau. Ganz genau so. Es gibt ja nicht viele Naturgesetze, die in der Literatur wirken, aber eins davon lautet, das ist vielleicht das einzige echte Naturgesetz der Literatur, je weniger Wörter ein Text hat, desto wichtiger ist jedes einzelne. Und die Erzählung ist ja doch eine Form, die eine ganz andere Oberflächenspannung hat, weil sie immer vom Ende herkommt und weil jedes überflüssige Wort in Erzählungen, in guten Erzählungen tatsächlich auffällt. Mhm. Und dennoch steht die Erzählung ja eigentlich im Literaturbetrieb hinterm Roman oder im Schatten des Romans. Ja, das ist natürlich ein fulminanter Irrtum, gegen den ich lebenslang kämpfe, ganz unabhängig davon, dass ich hin und wieder selbst mal einen Roman schreibe, aber nur dann, wenn der Stoff einfach zu komplex ist für eine Erzählung. Ja, und auch Böse Schafe ist ein Roman, aus dem Sie nachher lesen werden, der aber allerdings schon auch nach dramaturgischen Kriterien funktioniert, die eigentlich für eine Erzählung gelten. Gerade der Sog des Endes. Auch das trifft vollkommen zu. Ja, der natürlich. Sog des Endes, den Sie gesagt haben, den spürt man bei Böse Schafe ja von Anfang an. Also genau. Da wird man ja sofort reingezogen und weiß eigentlich, worauf es hinaus ist. Das ist eine Erzählung im Romanformat, so kann man es auch sagen. Ja. Wissen Sie beim ersten Satz schon das Ende? Wenn Sie anfangen zu schreiben oder das ist die entwickeln absolut, sich Das ist eine absolut schlaue Frage, weil das ist nun wirklich wahrscheinlich nur bei mir so.
vielleicht aber auch nicht, die anderen geben es nur nicht zu. Ich kann überhaupt erst anfangen zu schreiben, wenn ich das Ende weiß. Vorher geht nichts. Den Satz? Nee, den Schluss. Die ich muss Idee. Nicht präzise den Satz, aber ich muss genau wissen, worauf ich mich zubewege. Also ich muss das Ende kennen. Und wenn die Figuren dann plötzlich was anderes wollen als Sie während dem Schreiben? Das passiert. Und dann? Das Ende ändert sich trotzdem nicht. Unterwegs machen sie ja manchmal Sachen, die mir nicht so, die ich so nicht geplant hatte, aber das Finale sozusagen gebe ich nicht aus der Hand. Schön. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Lesung und können danach ja noch ein bisschen weiterreden, wenn Sie einverstanden sind. Ja, soll ich ein bisschen sagen, was drinsteht, weil ich kann ja nicht den ganzen Roman vorlesen. Ich mach's das mal. Ja? Ich habe da immer so ein Blatt vorbereitet, weil ich das ohne abzuschweifen nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Böse Schafe, ein mittlerweile in viele Sprachen übersetzter Roman, hat wie fast all meine Bücher so eine Art Motto. In dem Falle, steh auf Männchen, zeig mal deine Beine. Der Roman beginnt 15 Jahre nach der Geschichte, die erzählt wird, und diese Geschichte, die 15 Jahre später noch immer nicht zu Ende ist, im Sinne von abgeschlossen, begann 1986, als sich über dem noch geteilten Berlin die Wolken der Vorwendezeit zusammenzogen und, was gerne vergessen wird, eine Krankheit populär wurde, die uns heute nicht mehr ganz so schreckt. Am Winterfeldplatz im Stadtbezirk Schöneberg begegnen einander zwei Berliner. Soja, eine pummelige, ziemlich frisch dem Ostteil der Stadt entronnene Gelegenheitsblumenhändlerin mit Helfersyndrom, und der 8 Jahre jüngere, große, coole Westberliner Harry. Obwohl er sich in jeder Hinsicht bedeckt hält, gibt Harry so peu à peu doch einiges preis. Nach einem bewaffneten Raubüberfall, 10 Jahre in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel, auf Bewährung draußen, Bewährungsauflagen verletzt, da Drogentherapie abgebrochen, angewiesen auf neue Maßnahme, sonst umgehende Wiederinhaftierung. Das bringt die verliebte Soja aber nicht etwa gegen ihn auf, sondern, Stichwort Helfersyndrom, erst so richtig in Schwung. Sie organisiert für den Freund eine neue Therapie, verpflichtet ihre wenigen Westberliner Bekannten zur lückenlosen Harry-Kontrolle und ignoriert doch sämtliche Indizien dafür, dass der trotz ihrer Bemühungen schon bald wieder einsteigt in die Sucht und ins Heroingeschäft. Bis die lange verdrängte HIV-Infektion sein weiteres Schicksal bestimmt und schließlich besiegelt. Von Harry geblieben ist ein Schulheft mit undatierten Einträgen. Das hat den Verlag zu diesem ergreifenden Umschlag inspiriert. Dieses Heft findet Soja erst lange nach seinem Tod. Sie will umziehen und räumt ihren Hängeboden. In genau 89 Sätzen stellt sie fest, hat Harry notiert, was ihn beschäftigte. Vieles kommt vor. Aber eine fehlt, ist mit keiner Silbe erwähnt, Soja. Diese Tatsache, die Soja natürlich erschüttert und aufregt, ist der Auslöser für ihren einseitigen Dialog oder auch Monolog mit Harry, der ja nicht mehr antworten, ihr nicht widersprechen, sich nicht rechtfertigen kann. Mal wehmütig, mal grimmig erinnert sich Soja der im doppelten Wortsinn gemeinsam verlebten Zeit. Das ist die Geschichte. Und so geht's. Ich lese nicht ganz vom Anfang, sondern ab dem 2. Kapitel. Dass wir uns begegneten, war Zufall. Was sonst? Vielleicht ja doch sowas wie Schicksal? Denn wir hätten uns ebenso gut verpassen können. An dem Tag,
Da wir einander über den Weg liefen, warst du nicht allein und ich war noch keine 12 Monate fort von dort, wo ich aufgewachsen und bis zu meinem 39. Jahr geblieben war. Die U-Bahn hatte gehalten über dem Neulendorfplatz. Ich war ausgestiegen und freute mich einmal mehr an der mir zu Füßen liegenden, von Dönerbuden, Cafés, Ramschläden und Blumenständen gesäumten, fast menschenleeren Weite. Auch darüber, dass ich am Vortag nur mein Kleingeld samt dem billigen Portemonnaie verloren hatte, aber nicht das Dokument, das jeden über das Notaufnahmelager Marienfelde eingereisten Flüchtling berechtigte, ein ganzes Jahr lang kostenlos sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Die Frühlingssonne stand hoch am Himmel und warf gleißend helles, nahezu weißes Licht hinab auf den Platz, der nach dem Tauwetter, dem jedoch kein Regen gefolgt war, ebenso unschuldig wie heruntergekommen wirkte. Ich sehe auch noch dieses Kind, ein schmächtiges Mädchen in einem viel zu großen neongrünen Anorak, das mir von links ins Blickfeld lief, seinen Turmbeutel hinter sich herschleifte und offenbar keinen Spaß am Schuleschwänzen hatte. Ich griff mir vom Sims neben dem Kiosk eine zerknitterte Berliner Zeitung mit gültigem Datum, die ihr voriger Besitzer, wohl weil es ihm gegen den Strich gegangen wäre, etwas Bezahltes und noch Brauchbares einfach so wegzuschmeißen, dort abgelegt hatte. Für jemanden wie mich. Denn ich las damals gern die Klatsch- und Gruselgeschichten, die in schmalen Spalten unter den knalligen und manchmal sehr komischen Schlagzeilen standen. Die Zigarette, die Zeitung überfliegend, eine Zigarette zwischen den Lippen, steuerte ich mein eigentliches Ziel an. Die Badewanne in der Wohnung eines aus dem Bayerischen zugewanderten Sozialarbeiters, den ich mochte. Da kamt ihr um die Ecke geschossen, du und dein Kumpel. Ihr benahmt euch seltsam. Ausgelassen, ja übergeschnappt, wie zwei Kettenhunde, die sich losgerissen, aber erst eine Nacht unter fremden Fenstern geschlafen und noch nicht wieder den ganz großen Hunger haben. Und doch deutet das Glitzern in ihren Pupillen, diese Tollheit, mit der sie einander bei Laune halten, schon darauf hin, dass sie den Preis der Freiheit bald kennen und bezahlen würden. Schöne Männer wart ihr alle beide, du blauäugig, bleich, aschblond, der neben dir Oliv mit braunem Kraushaar, Sonnenbrille, kleinem Silberohrring und dafür, dass die Sweatshirts, die sich über euren breiten Schultern spannten, wahrscheinlich aus der Kleiderkammer der Arbeiterwohlfahrt stammten, hatte ich damals noch nicht den Blick. Ich muss euch, obwohl ich nicht geschminkt war und mein kräftiger Leib in der Sorte Kleid steckte, die bezeichnenderweise Hänger heißt, ebenso aufgefallen sein wie ihr mir, denn ihr bliebt stehen, du zu meiner Linken, der andere zu meiner Rechten. Na, Mausepuppe, wohin geht's, sagtest du, so schleppend deutlich, dass ich einen Moment lang dachte, du hättest schon 3, 4 Biere getrunken. Aber in deinem Atem, den ich riechen konnte, weil sich dein Gesicht, während du sprachst, meinem näherte, war nichts säuerlich Alkoholisches, dafür etwas, wovon ich Appetit auf Kakao bekam. Ich weiß nicht mehr, was ich dir zur Antwort gab, doch das Wort Mausepuppe verfehlte seine Wirkung nicht. Zumal es mich darauf brachte, dass du, trotz deiner irritierend langsamen, um sauberer Artikulation bemühten Ausdrucksweise, nur ein Berliner sein konntest, aber keiner, dem der Schnabel im Osten gewachsen war. Einem so jungen und klischeegemäß gewitzten Lands- oder richtiger Stadtsmann war ich bis zu jenem Tag, an dem ich euch in die Arme lief, auf dieser Seite der Mauer noch nicht begegnet. Die wenigen Menschen, die ich während der Monate nach Marienfelde näher kennengelernt hatte, stammten, wie Christoph, der Bayer mit der tollen Badewanne,
aus dem Süden Deutschlands und betrachteten die selbstständige politische Einheit als eine Art Zwischenlager, in dem man studieren und so den Ruf zum Bund, zur Fahne, wie wir von drüben sagten, ganz legal ignorieren konnte. Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriff, dass sich diese anderen nicht wesentlich von mir unterschieden, dass auch sie vor irgendwas geflohen waren, ja, dass all die hierher abgehauenen Nord-, Süd-, West- und Ostdeutschen samt den Türken, Italienern, Griechen, Chinesen, Franzosen, Amerikanern etwa die Hälfte der Bevölkerung jenes Teils meiner Stadt stellten, in dem ich nicht geboren wurde. Auf das Schmutztitelblatt des ersten Buches, das ich mir als Raubdruck vom ersten neuen Geld in einer Kneipe gekauft hatte, Anfang Dezember 1986 schrieb ich, seit ich die Topographie des Ostteils im Gedächtnis durch den Westteil Berlins laufe, weiß ich, diese Stadt ist tatsächlich eine. Die auf beiden Seiten übrig gebliebenen Häuser ähneln einander ebenso wie die nach dem Krieg hinzugekommenen. Berlin, Ost und West, erinnert mich an ein Verlegenheitsgeschenk, eine Schachtel Kaufhauskonfekt, die dann wochenlang unbeachtet herumsteht, weil ihr Inhalt nicht besonders lecker ist. In den Mulden des Plastikreliefs hocken grau beschlagen oder angeknabbert und freudlos zurückgelegt, rechts die nackten Pralines und links die golden Eingewickelten, die aus der Folie geschält den anderen gleichen. Haargenau, könnte man sagen, wenn Pralinen Haare hätten. Ich, Harry, das Benno, sagtest du, einen Knicks, keinen Diener andeutend. Und ich bin so, ja, ergänzte ich, ziemlich unwillig, weil ich befürchtete, nun würde wie beinahe jedes Mal, wenn ich mich hier im Westen jemanden vorstellte, gleich wieder das große Gelächter ausbrechen. Soja? Ach, und wie weiter? Bohne oder Soße? Nur einmal versuchte ich daraufhin zu erklären, dass nicht ich für meinen Vornamen verantwortlich sei, sondern meine Mutter. Denn sie habe auch und gerade in den schweren Stunden ihrer ersten Niederkunft an ihr Idol denken müssen, die von den deutschen Faschisten hingerichtete sowjetische Partisanin Soja Kosmodemjanskaja, die mir als Leitstern den Lebensweg beleuchten sollte, und noch größere Heiterkeit schlug mir entgegen. Ihr aber lachtet nicht mehr als zuvor. Und Soja, sagtest du, was ist? Wollen wir einen Kakao trinken gehen? Der Blick, mit dem ich deinen erwiderte, muss dir gezeigt haben, wie ertappt ich mich fühlte. Woher wusstest du, was der Geruch deines Atems in mir ausgelöst hatte? Euer dreister Auftritt hatte mich ohnehin verunsichert, doch dass einer meine Gedanken las, das fand ich nun wirklich unheimlich, aber auch erregend, zumal du dieser eine warst. Etwas zog mich hin zu dir und gleichzeitig warnte mich etwas anderes. Kleinliche Herzensträgheit, die allerdings auf Erfahrung basierte, waren nicht, wie meine Oma mal gesagt hatte, die meisten Abenteuer am Ende bloß teure Abende? Außerdem erwartete mich Christophs Badewanne. Ich fühlte mich ja gar nicht frisch genug für das vage Verlangen, das mich ergreifen und dir an den Hals werfen wollte. Oder kroch es durch den Bauchnabel in mich hinein wie ein Gas, das sich hinter meinem Zwerchfell sammelte und ausdehnte und schon anfing, mir die Stimmung zu heben? Nein, sagte ich, geht nicht, werde erwartet. Okay, meinte deine Gesellschaft, die bislang noch nicht das Wort gehabt hatte, offensichtlich erleichtert und packte dich am Ärmel. So derb, dass der mürbe Trikotstoff tatsächlich eine Art Klagelaut von sich gab, denn du bliebst stehen, wolltest dich ebenso wenig fortziehen lassen, wie ich dies wollte. Dennoch tat ich das, wozu meine
miteinander im Streit liegenden Empfindungen mich nötigten. Ich begann zu laufen mit verdrehtem Kopf, ohne den Blick von dir zu wenden und schrie dich an, vielleicht später. Da machtest du dich los, dass dein Ärmel riss wie Papier, ranntest mir nach, holtest mich ein. Gut, Punkt 3 Uhr, genau hier, sagtest du scharf, fast drohend und hörtest erst auf, mich zu verfolgen, als ich, weil ich schon eine Passantin angerempelt hatte, beschloss, jetzt doch lieber wieder nach vorne zu schauen. Christoph, den mit der Badewanne, einer außergewöhnlich großen, hatte ich Ende Januar kennengelernt. Im lokal gewordenen Wunschtraum einer jeden Ostfrau, dem Malibu am Winterfeldplatz, dessen Boden knöchelhoch mit feinstem weißen Strandsand bestreut war. Zwischen den Tischen standen künstliche Palmen und echte, vom Zigarettenqualm und aus Mangel an Sonnenlicht halb verwelkte Ficus-Benjamina-Bäumchen, pinkfarbene, zu riesigen Flamingos geformte Neonröhren zogen sich über die schwarzen Wände hin und von der Decke hingen Kugellampen, die ein seltsam blaues Licht gaben. Vor allem dieses Blaulichts wegen besuchte ich das Lokal ganz gerne, denn es bewirkte, dass die Hamburger, Spare Ribs und Folienkartoffeln, die man dort bestellen konnte, erbärmlich fad aussahen. Und so aß ich nie mehr davon, als unbedingt nötig war, damit mich die sehr kleinen Cocktails, die dafür aber nur die Hälfte des sonst üblichen kosteten, nicht im Handumdrehen besoffen machten. Christoph hatte sich mir gegenüber niedergelassen, weil alle anderen Plätze besetzt waren. Etwa eine halbe Stunde lang verrenkte er sich fast den Hals, spähte an den ein- und ausströmenden Menschen vorbei zur Tür und leerte nebenher blitzartig die Karaffe Roséwein, die ihm gebracht worden war, ohne dass er sie hatte bestellen müssen. Als die erwartete Person, eine gewisse Adrienne, wie sich bald herausstellte, nicht erschien, drosch Christoph, dessen hübsches Gesicht vom hastigen Trinken rot angelaufen war, eine Börse aus speckigem Leder neben sein Glas, erhob sich, wand sich suchend um die eigene Achse wie eine Raupe, die das Ende des Grashalms erreicht hat und nicht mehr weiter weiß. Doch die dürre, immer gehetzt reinschauende Serviererin war nirgends zu sehen. Erbstück, fragte ich laut und legte meine Finger auf das Portemonnaie. Aber Christoph grapschte nicht etwa ängstlich nach seinem Eigentum, sondern antwortete grinsend, als hätte ich ihn von Üblerem als Geld befreien wollen. Nein, noch nicht, noch bin ich ja am Leben. Er setzte sich wieder, winkte kaum, dass die Toilettentür hinter ihr zugeschlagen war, die Serviererin herbei, fragte, ob er mich einladen dürfe, zu was auch immer, orderte für sich die nächste Karaffe Rosé und sprach, angenehm, ich bin der Bayer Christoph Meyer. Ich sagte ihm, wer ich sei und wo ich herkäme, und dann wunderten wir uns ein wenig und ganz so, wie unsere Rollen es verlangten. Er sich, weil ich keinen russischen Wodka mochte, ich mich darüber, dass er sich an diesen komischen hellroten Wein hielt, obwohl sie hier ein berühmtes Münchner Bier zapften. Christoph outete sich als Augsburger, der in der Nähe von Brechts Elternhaus aufgewachsen und vor 6 Jahren nach Berlin gekommen sei, um Pädagogik zu studieren. Doch das habe ihn bald angeödet, auch weil er nicht ernsthaft daran denke, einmal Kinder zu dressieren. Jetzt bringe er sich ein bisschen ein in ein Jugendprojekt namens Pumpe und mache am Wochenende einen Job, der ihm wiederum ein bisschen was einbringe. Und du, welcher Teufel hat dich geritten, der DDR den Rücken zu kehren? Christoph war so taktlos nicht, mich, wie es schon mancher getan hatte, des Verrats an der Sache des Sozialismus zu bezichtigen, was mich nur mäßig kränkte, denn so, wie wir von einer Alternative geträumt hatten, gestand ich euch die umgekehrte Illusion zu. Stattdessen bot er mir an, ihn gelegentlich
wenn er Wichtigeres erledigen oder mal wieder seine Mutti besuchen müsse, bei dem Wochenendjob zu vertreten. Und sehr viel später, als wir das Malibu schwankend verließen, auch seine Badewanne. Hier lallte Christoph, hier ist der Schlüssel zu unserer WG, den hatte ich für die Adrienne dabei, doch die scheint ihn ja nicht mehr zu mögen. Kannst kommen, wann du willst. Wir verlassen meist früh das Haus und sind viel unterwegs oder bei Freundinnen. Christophs Faust knuffte lasch meine Schulter. Seinem Mund entwich noch ein Ciao, das wie Miau klang. Dann drehte er sich weg und schritt davon. Etwas steif und breitbeinig, wie ein trauriger, aber stolzer Mann ebenso geht, kurz vor dem Ende der Nacht. Als die ihn verschluckt hatte, lief auch ich los, Richtung Tiergarten, den Schlüssel in meiner Hand wärmend. Lieber hätte ich Christoph mitgenommen und viel lieber ihn zu sich begleitet, schon wegen der Badewanne. Doch seit ich unter ihnen lebte, war es mir nicht mehr gelungen, einen dieser Westmänner aus halbwegs sortierten Verhältnissen für mich zu gewinnen. Sicher, ich war nichts Besonderes, aber ich konnte lange Beine vorzeigen, reine Haut, ein vollen Busen und Mund. Früher im Osten, als ich noch den Exotenbonus hatte und der Gast die Freiheit zu bestimmen über das Maß von Nähe und Distanz, waren einige dieser Gäste jedenfalls weniger wählerisch gewesen. Zwei Studenten der politischen Wissenschaften aus Marburg, der eine, der andere aus Bremen, hatten nacheinander mit Hilfe meiner Zuneigung, wie der Bremer es ausgedrückt hatte, die erotischen Unterschiede zwischen ihren Bräuten und denen im Osten empirisch überprüft. Auch an einen Heidelberger Zahnmediziner kann ich mich ziemlich gut erinnern und an den vasektomierten amerikanischen Germanistikstudenten aus Erlangen, der beim Anblick meines Kachelofens derart in freudige Erregung geriet, dass er während seine bloßen Zehen die heißen Fliesen betasteten, wieder und wieder "Oh, it's crazy!" rief. Dabei hatte mancher Mann, der neben mir oder den übrigen Regionen unseres Ländchens aufgewachsen war, meine unkomplizierte, nicht nach fester Bindung strebende Art durchaus geschätzt. Und nun? Ich gab mir alle Mühe, meine nicht eben zahlreichen Reize hervorzuheben, mit Lippenstift, Netzstrümpfen, schicken BHs unter dünnen Blusen. Aber es lief, obschon ich mich manchen Abend an der gelangweilten Herumhockerei in den Kneipen beteiligte, nichts. Es war, als seien diese freundlichen, für das ungeübte Auge sehr lässig wirkenden jungen Männer in Klarsichtfolie gewickelt. Ich konnte ihren Blicken folgen, zu ihnen sprechen, sie antworten und atmen hören, aber wirklich berühren konnte ich sie nicht. Das spürte ich, sobald ich meine Hand auf eine dieser Männerhände legte und versuchte, sie eine Weile dort zu lassen. Es fühlte sich an, als seien ihre gepflegten, sehnigen Hände, aus denen sich markant die Adern hervorwölbten, wiewohl sie Wärme abgaben, taub. Oder waren es ihre Fingerkuppen? Auch die Männer schienen diese Blockaden zu bemerken, denn sie zogen meist beiläufig, ja behutsam, ihre jeweilige Hand weg, während meine noch Kontakt wollte. Mein Nervensystem noch darauf wartete, dass etwas geschah, dass es womöglich meinen Pulsschlag beschleunigen, meine Betriebstemperatur erhöhen und meinen Geruchssinn schärfen müsste. Wie ferngesteuert erreichte ich die Pallas Athenestraße 12, öffnete die Tür zu der 5-Zimmer-Wohnung im 4. Stock des 2. Hinterhofs, die sich Christoph mit 3 Freunden teilte, und dann bis zum Anschlag den breitmäuligen Messinghahn
aus dem das Wasser in dünnem, unregelmäßigem Strahl hinunterrann auf den Grund der tiefen, sanft gerundeten Badewanne, die mich jedes Mal an die Krankenhausnachttöpfe aus meiner Zeit als Hilfspflegerin erinnerte. Nicht nur der Form und des Geräusches wegen, sondern auch, weil sie bestenfalls zu einem Drittel gefüllt war, wenn sich der zum Glück über dem Fußende hängende, schrottreife 50-Liter-Boiler nach einer knappen Stunde endlich entleert hatte. Meistens nutzte ich diese Stunde, um mich für das Badeprivileg zu revanchieren, spülte Geschirr, bügelte Hemden oder bereitete die Suppe vor, die ich nach der Wanne gerne kochte. Schön langsam, denn es konnte ja sein, dass Christoph ausnahmsweise mal vor Mitternacht heimkehrte oder wenigstens einer seiner Wohngenossen, Anton, Sven und Bruce. Doch an jenem Freitag legte ich unverzüglich meine Sachen ab und mich fröstelnd auf den rostfleckigen Wannenboden. Kaum richtig trocken gerubbelt, setzte ich mich nackt an den Küchentisch, frisierte und schminkte mich vor einem Klappspiegel, den ich im Bad entdeckt hatte und dorthin zurückzubringen vergaß, weil ich nervös war. So sehr, dass mir der Lidstrich missriet und mein flüchtig geföhnter, topierter, hochgesteckter, von viel zu viel Haarspray, klebrig steifer Schopf aussah, wie ein aufgeplatzter Polsterstuhl, ein gefrorener Ameisenhaufen, ein verlassenes Krähennest. Ich schlüpfte wieder in den kleinen karierten Sommerhänger, der mir nun lächerlich verfrüht vorkam, fand noch eine blaue Herrenstrickjacke, die Helmut Kohl gepasst und gestanden hätte, entschuldigte die Leihnahme auf einem Zettel, warf die Tür hinter mir zu und hatte Zeit. Noch fast eine Stunde, in der ich hin und her überlegte, ob ich meine Verabredung mit dir einhalten sollte oder besser nicht. Peinlicherweise stand ich bereits vor dem Café, als ihr kamt. Ja, ihr, denn wieder hattest du diesen Benno im Schlepptau. Dein Blick war so, dass ich einen Moment lang dachte, ich hätte meinen Geburtstag vergessen, du aber nicht. Du strecktest mir eine langstielige, angewelkte, nahezu blatt- und dornenlose rote Rose entgegen. Mit der anderen Hand verbargst du etwas hinter deinem Rücken. Dein Fuß stieß die Tür zum Lokal auf. Du wähltest für uns einen Tisch in einer weit vom Eingang entfernten Ecke des Raumes und bestelltest bei der Kellnerin, deren einzige Gäste wir waren, 3 Kännchen Kakao plus extra Schlagsahne. Die Kellnerin brachte die Gedecke, goss Kakao in unsere Tassen, ersetzte den vollen Aschenbecher durch einen leeren. Doch ehe ich den ersten Schluck nehmen konnte, legtest du das, was du hinter deinem Rücken versteckt und dann neben deinem Stuhl geparkt hattest, zu der Rose, die ich in ein Glas Wasser und an die Wand gestellt hatte. »Mach auf«, sagtest du strahlend. Auch Benno versuchte ein Background-Lächeln. Ich hob den Deckel von dem violetten, ein wenig ledierten Karton und erblickte eine in Holzwolle gebettete, atemberaubend scheußliche Pierrot-, Harlekin- oder Clownspuppe mit blauem Kegelhütchen, grüner Halskrause, Stupsnäschen, herzförmiger Schnute und schwarzer Träne unter dem einen ihrer dämlich glotzenden Glasaugen. Für den Moment, womöglich gar minutenlang, war ich so verblüfft, dass ich die Kontrolle über meine Mimik verlor. Das jedenfalls signalisierte mir der Anflug von Enttäuschung, der auf euren Gesichtern lag, als ich endlich wieder hochschauen konnte. Zu Benno und dann zu dir. »Danke«, sagte ich fast tonlos. »Du«, erwidertest nichts. Aber Benno begann, als sei er Meister im Überspielen heikler Situationen, davon zu plappern,
wie du diese wertvolle Künstlerpuppe, eine einmalige Handarbeit, all den kleineren, weniger schönen vorgezogen und keine müde Mark gescheut hättest, weil du der Meinung gewesen wärst, die und keine andere passe zu mir. Das nun brachte mich gleich noch einmal aus der Fassung. Jedoch nicht in dem Sinne, dass mich Zweifel allein an dir befallen hätten. Nein, ich fragte mich, was an meiner Erscheinung so zu deuten sei, dass es dir möglich war, zwischen diesem kitschigen Monstrum und mir irgendeine Verbindung herzustellen oder gar Ähnlichkeit zu entdecken. Ich entschuldigte mich, ging zur Toilette, betrachtete die im Spiegel über dem Waschbecken sichtbaren Teile meiner Person, die dilettantische Hochfrisur, die ich jetzt nicht einmal mehr mit einem zerrissenen Polster, einem Vogelnest oder einem Insektenbau vergleichen mochte, meinen kleinen roten Mund und meine schwarz umrandeten Augen. Tatsächlich, sagte ich zu der Erscheinung, die mich darstellte, wenn du dir jetzt noch eine Träne erlaubst, kannst du dich auch in die Holzwolle hauen. Ich weiß nicht, Harry, ob eine andere als ich zu euch zurückgekommen wäre, wenn sie ihre Handtasche dabei und das Klofenster keine Gitter gehabt hätte. Dass ich es fertig gebracht hatte, meine Tasche stehen zu lassen und dann noch bei fremden, wenig Vertrauen erweckenden Männern, signalisierte mir nichts Gutes. Je überrollt von einer Panikwelle, die mich nur aus einem Grund nicht umwarf, nämlich dem, dass ich mein Geld seit dem Portemonnaieverlust tagsüber im BH aufbewahrte, unterdrückte ich jenes Bedürfnis, das mich an diesen Ort getrieben hatte. Glücklicherweise fand ich euch dort wieder, wo ihr sein solltet, in der hinteren Ecke des Cafés, und war zumindest die Sorge um meine Tasche los. Du schautest mich nicht an, als ich mich seufzend auf den Stuhl plumpsen ließ, der jetzt zwischen euch frei war und nicht identisch mit jenem, den ich vor wenigen Minuten verlassen hatte. Ihr wirktet verstimmt, ja richtig sauer. Ich fragte mich, ob die Ursache dafür noch immer meine mäßige Freude über dein Geschenk sein konnte und ihr euch womöglich deswegen gestritten hattet oder ob euch etwas ganz anderes die Gesichter verzerrte. Etwas, wovon ich nun gar keine Ahnung hatte. Ich griff nach der Puppe, sagte schrill, schönes Ding, und erschrak über meine falsche Stimme. Nun nimm sie schon in den Arm, setzte Benno nach und klang dabei nicht minder verlogen und vollends onkelhaft, als hätte ich diese fiese Puppe mit einem von ihm spendierten Los auf dem Rummel gewonnen, fügte er hinzu, die kann dir keiner mehr wegnehmen. Jetzt reißt euch mal bloß nicht das Futter aus der Jacke. Das waren die Worte, mit denen du unserem Laienspiel ein Ende machtest. Und obgleich du zu lächeln versuchtest, verriet dein sowohl Benno als auch mir ausweichender Blick, dass ich dir gründlich die Laune verdorben hatte. Nicht nur dir, die Stimmung war hin. Wir schwiegen wie die Steine. Kakao hatten wir auch keinen mehr. Nie wieder seither hätte ich so leicht, so souverän, ja elegant die Kurve nehmen, mich für immer rausziehen können aus jedweder Art von Verkehr mit dir. Ich hätte nur meine Tasche, die mickrige Rose, den peinlichen Clown greifen, etwas Geld zwischen die leeren Tassen legen und war nett zu sagen brauchen. Denn einige Schritte weg von dem Tisch, an dem wir drei das Denkmal des vergeigten Rendezvous gaben, stand sperrangelweit die Tür offen, hinter der Menschen wandelten, die sich wahrscheinlich allesamt besser fühlten als ich. In dem einen entscheidenden Moment, in dem ich nicht den Arsch hochkriegte, sondern die Dummheit beging, nochmals deinen Blick zu suchen, der jetzt rabenschwarz war, Pupille durch und durch. Und meinem lange standhielt.
bis dahin aus dem idyllischen Teil dieses Buches, aus der noch etwas euphorischeren Phase des Kennenlernens, aber es ist natürlich hier schon zu ahnen, dass es die Kellertreppe runtergehen wird. Noch weiß ja Soja nicht, wen sie sich da angelacht hat. Aber später schon. Das ist jetzt aus dem hinteren Drittel. An einem Freitag Mitte Januar wartete ich, obwohl wir verabredet gewesen waren, vergeblich auf dich. Es schneite, hatte schon gestern sehr viel geschneit und ich, bis es mir endlich mal gelungen war, dich zu erreichen, fleißig bei dir angerufen. Deine von Hustenanfällen unterbrochene Stimme hatte heiser geklungen, als du sagtest, das Getriebe deines Autos sei hin, deine Wasserleitung eingefroren, deine Laune im Keller. Komm doch, Harry, ich mach dir auch Brühnudeln, hatte ich dich gelockt und etwas spöttisch hinzugefügt. Oder willst du lieber eine Wärmflasche? Geht leider nicht, aber morgen gegen 8 bin ich bei dir, Baby, hattest du geantwortet und nochmal gehustet und dann aufgelegt. Es war Freitag und 8 Uhr längst vorüber. Die Brühnudeln standen seit Stunden neben dem Herd, sogen sich voll mit der selbstgemachten Rindsbouillon, wurden immer weicher, breiter, blasser, quollen unaufhaltsam dem Rand meines größten Suppentopfes entgegen. Ich ließ dein Telefon klingeln, um 9, um 10, um 11, um 12, du hobst nicht ab. Ich war eine Weile wütend und fragte mich, als die Wut der Angst wich und ich mir allerlei vorstellte, Unfall, Festnahme, Flucht, Überdosis, ob du deine Bude vielleicht doch schon verlassen hattest und irgendwo, irgendwie unterwegs warst, womöglich mit deinem kaputten Auto auf glatten Straßen durch den seit dem Morgen pausenlos fallenden Schnee. Oder mit der U-Bahn, dann müsstest du in der nächsten halben Stunde eintreffen und ich konnte meinen Mantel neben dich abfangen, auf dem halben Kilometer bis zum Bahnhof. Doch was, wenn du anriefst, während ich die Turmstraße entlang lief? Ich schrieb 2 Zettel, klebte einen an meine Wohnungs- und einen an die Haustür und machte mich auf die Socken. Die letzte U9 aus deiner Richtung, die einzige, in der du noch sitzen konntest, kam 12:30. Ich blickte jedem, der mir begegnete, ins Gesicht, das heißt, ich versuchte es, aber der Flockenwirbel war so dicht, dass ich am liebsten laut gefragt hätte, und du, bist du etwa Harry? Durchgefroren und mit tränenden Augen erreichte ich den U-Bahnhof Turmstraße, sprang die Stufen hinunter, stellte mich ans Gleis, sah den letzten Zug einfahren, Menschen aussteigen, du warst nicht dabei. Ich rannte die Treppen wieder hoch, winkte einem Taxi, ließ es zu meinem Haus fahren und warten, stürzte auf den Hof, schaute nach, ob das Flurlicht brannte, ging, da alles finster war, zurück an die Haustür, ergänzte die dort klebende Notiz um den Satz, bin unterwegs zu dir, kroch in das mollig warme Taxi, nannte dem Fahrer deine Adresse. Wir fuhren langsam und entsprechend lange, kamen an 2 verbeulten, von Polizisten und Sanitätern umringten Autos vorbei, redeten kaum ein Wort miteinander, denn ich durfte nicht rauchen. Weil das Tor zu deinem Hinterhof ja niemals verschlossen war, versuchte ich gar nicht erst an deiner Wohnungstür zu läuten, sondern lief gleich vor deine beiden Fenster, durch die kein Lichtschimmer fiel, und die ich in jener Nacht sicher eingeschlagen hätte, wenn du nicht doch noch auf mein Klopfen und Rufen reagiert und deine Handflächen gegen die Scheibe gelegt und kurz dein, wie ich hoffte, nur von der Dunkelheit geisterhaft entstelltes Gesicht gezeigt und mir schließlich geöffnet hättest. Nicht deine Wohnungstür, sondern eins der Fenster. Ich ging davon aus, dass du mir hineinhelfen würdest, aber als nichts dergleichen geschah, ich dich nicht einmal mehr sah, erklomm ich den Sims, blieb mit dem Mantel hängen, riss mich los,
plumpste auf deinen Küchenfußboden, rappelte mich hoch, machte Licht, trat mit verhaltenem Atem ins Zimmer und an deine Matratze. Da lagst du, unter drei Decken, vollständig eingemummelt. Ich sank neben dir in die Knie, rief deinen Namen, zerrte die Decken etwas zurück, erblickte dein glühendes, verquollenes Gesicht und, da du mich einen Moment wie von weit her anstarrtest, deine glasigen, stark geröteten Augen. Ich legte dir meine linke auf die Stirn, du stöhntest wohl, weil meine Hand so kalt war, kaum zu sagen, ob du erschrakst oder Linderung empfandest. Ich tastete nach deiner Halsschlagader, deine Lider zuckten, dein dick verpackter Körper erschauerte. Du hattest hohes Fieber und mehrere T-Shirts und mindestens drei bis auf den obersten durchnässte Pullover an. »Mensch, Harry«, sagte ich, »was ist denn?« Deine einzige Antwort war Zähneklappern, gefolgt von Stöhnen, trockenem Husten, dem glücklosen Versuch, dir die Decken wieder über den Kopf zu ziehen. Ich ging zurück in die Küche, schloss das Fenster, schaute mich um. Womöglich hattest du, als du noch einigermaßen bei Kräften gewesen warst, aus der Apotheke ein paar harmlose Medikamente besorgt, Aspirin, Hustensaft, vielleicht sogar ein Fieberthermometer. Ich entdeckte nichts derartiges, griff mir das linnene, leidlich saubere Geschirrtuch, das ich in zwei Teile reißen, mit kaltem Wasser tränken und um deine Waden wickeln wollte. Da blieb mein Blick an zwei Bretterstapeln hängen. Auf dem einen stand eine Dose Zitrat, auf dem anderen ein Kerzenstummel, neben dem ein auseinandergefaltetes, leeres Stück Alufolie lag, und vor diesem wiederum ein verbogener Löffel, in dem eine Schicht bräunlich verfärbter Watte klebte. Diesen denkwürdigen Augenblick, in dem deine Utensilien, die du offenbar nicht mehr hattest wegräumen können, meinen letzten, mühsam gehätschelten Zweifel restlos beseitigten, erlebte ich fast als Befreiung. Hinter der Klotür hing noch ein Handtuch, das ich auch befeuchtete und zusammenrollte, um es auf deine Stirn zu legen. Mit den drei Lappen und einem Eimer voll Wasser kehrte ich zurück ins Zimmer und versuchte, deine Waden zu entblößen. Doch du zappeltest, stöhntest, zogst die Füße bis zum Hintern hoch. Die nasse Frottewurst wolltest du schon gar nicht ertragen. »Lass den Scheiß«, stöhntest du, »mir ist kalt genug, komm lieber her und wanz dich an.« Also streifte ich meinen Mantel ab, kroch zu dir unter die Decken, wo es wie in der Sauna war. Ich staunte, dass einem Menschen so viel Flüssigkeit entweichen kann, und flüsterte, »du bist krank, wir sollten einen Arzt rufen, aber vielleicht brauchst du ja vorher noch was.« »Wahrhaftig, Harry, wenn du mich gefragt hättest, ob ich es mache. Ich hätte in diesem einen Moment, später sicher nicht mehr, nach deiner Anleitung den Stoff gekocht, die Spritze aufgezogen, dir das Zeug injiziert und nicht nur, weil ich mal Hilfsschwester war und sowieso eine Affinität zu Doktorspielen hatte. »Nichts mehr da, Eggy, liefert erst morgen und bloß kein Arzt, bitte, Baby.« Deine Antwort kam dumpf und stoßweise, dein Atem klang, als würde ein Sparschwein geschüttelt. Ein wenig später verlorst du das Bewusstsein, was immer ich versuchte, du warst nicht mehr ansprechbar, nur heiß, womöglich noch heißer als zuvor. Da ich ernsthaft und, wie sich herausstellte, zu Recht um dein Leben fürchtete, wählte ich die Nummer des Notrufs. Bis ich den Bereitschaftsarzt, einem jungen Afrikaner oder Afroamerikaner, endlich die Tür öffnen durfte, verging keine Stunde. Er sah mir erstaunlich teilnahmsvoll ins verheulte Gesicht, sagte, »Sie brauchen aber auch was zur Beruhigung«, ignorierte den Stuhl, den ich an dein Lager gerückt hatte, und hockte sich neben dich. Er schaute zu mir hoch, denn auf dem von ihm verschmähten Stuhl saß nun ich. »Das ist eine akute Lungenentzündung«, meinte er und entnahm seinem Koffer ein Stethoskop.
Er bat mich, ihm behilflich zu sein, und gemeinsam entkleideten wir deinen willenlosen Körper, so gut es ging. Er horchte dich ab, blickte, als er damit fertig war, wieder kurz zu mir, fragte: Janki? Ich nickte, sagte dann mit fester Stimme, als sei ich nur hier, um diesem Arzt zu assistieren: Ja, opiatabhängig seit vielen Jahren, außerdem Hepatitis B, C und HIV positiv. Im Blick des Arztes glomm ein Fünkchen Begeisterung. Oh, diese Kombination hatten wir noch nicht oft. Ihnen ist klar, dass er sofort in die Klinik muss. Geben Sie mir bitte seinen Pass und seine Versicherungskarte und packen Sie das Wichtigste zusammen. Das Wichtigste, fragte ich, für einen Junkie? Der Arzt schaute mich ein wenig irritiert an, dann verstand er, sagte: Ach, das meinen Sie. Machen Sie sich deshalb keine Sorgen, Ihr Freund kommt zu uns ins Oberkrankenhaus. Aber seinen Kulturbeutel wird er trotzdem brauchen. Das Wort Kulturbeutel brachte er nicht ganz so flüssig über die Lippen. Er bemerkte es und lachte ein bisschen. Ich lachte auch, doch wohl mehr aus Erleichterung, denn dieser Arzt würde dafür sorgen, dass es dir bald wieder besser ging. Schließlich luden dich die Fahrer des Rettungswagens auf eine Rollbahre und bedeckten dich mit einem Laken und einer auf einer Seite wollenen, auf der anderen glänzenden Folie. Ich nahm deine Schlüssel, begleitete eure Prozession bis an die Tür des weiß-roten Kleinbusses, der gleich hinter deinem kaputten R12 stand, küsste deine glühenden, rissigen Lippen, sah, wie sich hinter dir die Ladeklappen schlossen, ihr mit Blaulicht die Emserstraße hinabbraustet und nach links in die Hermannstraße einbogt, stand allein in der Dunkelheit, bis ich das Martinshorn nicht mehr hörte. Es schneite. Es war 5 Uhr früh und ich so erledigt, dass ich nicht nach Hause fuhr, sondern in deine Bude zurückging und wie tot auf deine Matratze sank. An diesem Morgen, Harry, begann der Abschied von dir. Danke.